Innerhalb Europas ein Mensch mit der gefährlichen Lungenkrankheit SARS angesteckt. Es handele sich um einen britischen Geschäftsmann, der in letzter Zeit nicht im Ausland war, bestätigte das Gesundheitsministerium in London. In Hongkong werden Flugreisende jetzt auf Symptome der Lungenkrankheit untersucht. Die Behörden erwägen sogar, bei Passagieren Fieber zu messen. Die chinesische Regierung, die 7 neue SARS-Todesfälle meldete, bezeichnete die Situation zum ersten Mal als ernst. Der Krieg